Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschlandpolitik beherrschte heute Treffen und internationale Konferenzen in Davos, München und in den USA. Übereinstimmend wurde dabei zum Ausdruck gebracht, dass die deutsche Einheit nur noch eine Frage der Zeit sei. Offen bleibt aber, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind und in welcher Form gehandelt werden soll. In Davos traf Bundeskanzler Kohl am Rande des Weltwirtschaftsforums mit DDR-Ministerpräsident Modrow zusammen. Dabei ging es vor allem um eine wirtschaftliche Stabilisierung der DDR. Wir reden über alles, sagte Bundeskanzler Kohl beim Treffen mit Ministerpräsident Modrow. Wichtigster Punkt des einstündigen Gesprächs aber war die hohe Zahl der DDR-Aussiedler und die damit verbundene Destabilisierung der DDR. Die Regierungschefs berieten, wie dieser Verfallsprozess gestoppt werden könnte. Das Davoser Treffen von namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Industrie soll in familiärer Atmosphäre dem Meinungsaustausch, dem Gespräch dienen. Durch die Anwesenheit der beiden deutschen Regierungschefs hat das Forum heute einen hochpolitischen Akzent bekommen. Kohl nutzte die Gelegenheit, um mit den Ministerpräsidenten Jugoslawiens und der Tschechoslowakei gegenseitige Besuche und verstärkte Wirtschaftsbeziehungen zu vereinbaren. In seiner Rede forderte der Kanzler beschleunigte Abrüstungsbemühungen. Über die weiteren Schritte zur deutschen Einheit werde man nach dem 18. März mit der neuen DDR-Regierung sprechen. Wir wollen keine deutschen Alleingänge und schon gar keine nationalistischen Sonderwege. Ich lehne deshalb auch ein Konzept deutscher Neutralität strikt ab. Mit der von mir geführten Bundesregierung ist eine solche Politik nicht zu machen. Dem Bundeskanzler ging es darum, dem Bonner Treffen beider Regierungschefs am 13. Februar nichts vorwegzunehmen. Gleichwohl wurden heute sehr handfeste Dinge besprochen, auch wenn Bonn deutlich bemüht war, diesen Dialog als reines Höflichkeitstreffen zu werten. Auch NATO-Experten haben sich heute gegen eine militärische Neutralisierung Deutschlands ausgesprochen. Ebenso einhellig lehnten sie auf der Internationalen Wehrkundetagung in München einen Austritt der Bundesrepublik aus der NATO ab. Allerdings, so hieß es, müsse das westliche Bündnis angesichts der Veränderungen in Mittel- und Osteuropa eine neue Rolle übernehmen. Vereint und neutral geht das? Die über 200 NATO-Experten gaben heute eine klare und einhellige Antwort. Nein, das geht nicht. DDR-Ministerpräsident Modrows Vorschlag diesbezüglich wurde klar abgelehnt. Es wäre daher ein schwerwiegender strategischer Irrtum, für den Fall einer zunehmenden Erosion des Warschauer Paktes quasi im Gegenzug die NATO zur Disposition zu stellen. Ein neutraler gesamtdeutscher Bundesstaat liegt weder im Interesse unserer östlichen noch unserer westlichen Nachbarn. Wer die Vollendung der Einheit der Deutschen will, muss deshalb eine gesamteuropäische Ordnung des Friedens und der Freiheit anstreben. Auch über die Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Friedensordnung waren sich alle einig und über die Notwendigkeit einer Neuorientierung des Bündnisses. Welche Rolle spielen dabei die USA? Es ist die Absicht der Vereinigten Staaten, weiterhin in Europa präsent zu bleiben, und zwar mit militärischer und politischer Präsenz. Wir sind eine europäische Macht mit einem ständigen Interesse an der Sicherheit Europas. Deutlich erkennbar die abwartende Haltung bei allen Delegationen. Noch könne man nicht absehen, wie der Demokratisierungsprozess im Ostblock weitergeht. Und noch könne man nicht absehen, welchen Verteidigungsaufwand man in Zukunft braucht. Und solange wird man wohl auch nicht über Einzelheiten eines zukünftigen Bündnisses diskutieren. In Washington haben sich Bundesaußenminister Genscher und sein amerikanischer Kollege Baker darüber verständigt, dass der Einflussbereich der NATO bei einer Vereinigung beider Teile Deutschlands nicht über das Bundesgebiet ausgedehnt werden soll. Noch im Herbst soll auf einer KSZE-Gipfelkonferenz über die Deutschlandfrage und die Zukunft der Militärblöcke beraten werden. Der deutsche Außenminister ist mittlerweile ein geschätzter Gast in Washington. Hans-Dietrich Genscher und James Baker haben sich letztes Jahr zusammengerauft und ein Gespür füreinander entwickelt. Genscher wollte seinen amerikanischen Kollegen vor dessen Moskau-Visite dringend noch einmal persönlich sehen. In einem fast dreistündigen Gespräch warb der deutsche Blitzbesucher für eine Neuauflage der 33 europäischen Staaten, einschließlich der Sowjetunion sowie Kanada und die USA umfassenden KSZE-Konferenz noch in diesem Jahr. Bei der sich verändernden Rolle von NATO und Warschauer Pakt
sei der KSZE-Prozess der einzige Stabilitätsgarant in den Ost-West-Beziehungen. Das Menschenrecht auf freie Wahlen solle diesmal im Gegensatz zur KSZE-Schlussakte von 1975 festgeschrieben werden. Zwei Dinge werden bei dieser Gipfelkonferenz substanziell anders sein als 1975 bei der ersten. Erstens, Ost und West werden nicht mehr konfrontativ zusammenkommen, sondern mit dem Willen zum Zusammenarbeit. Und zweitens, die beiden deutschen Staaten werden nicht mehr verschiedene Vorstellungen über ihre Zukunft haben, sondern, wie ich hoffe, mit einem gemeinsamen Konzept erscheinen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Die Amerikaner wollten mit der KSZE-Konferenz ursprünglich bis 1992 warten. Jetzt sind sie dafür, allerdings nur, wenn auch ein Truppenreduzierungsvertrag unterschrieben wird. Die Bundesregierung wird in der kommenden Woche einen Kabinettsausschuss für Deutschlandpolitik einsetzen. Wie Bundeswirtschaftsminister Hausmann heute mitteilte, soll das Gremium Anpassungsprozesse in den beiden deutschen Staaten erörtern und ausarbeiten. Hausmann nannte in diesem Zusammenhang Fragen einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie einer Angleichung der Rechtssysteme. Dem Ausschuss sollen alle Ressorts außer dem Verteidigungsministerium angehören. Eingeladen hat Hausmann auch die Gewerkschaften, Arbeitgeber und die Bundesbank. Zur ersten deutsch-deutschen Anti-Atom-Demonstration haben sich heute in Gorleben mehr als 5000 Menschen versammelt. Bürgerinitiativen aus der DDR protestierten gegen die mangelnde Berücksichtigung von DDR-Einwänden auf westdeutscher Seite. Die niedersächsische Landesregierung hatte am vergangenen Mittwoch eine erste Teilgenehmigung für den Bau der Atommüllverpackungsanlage in Gorleben erteilt. Auf dem Baugelände haben mehrere hundert Platzbesetzer, bislang ohne Zwischenfälle, ein Dorf mit 30 Hütten errichtet. Im nächsten Monat wollen bundesdeutsche Demonstranten gegen das im Bau befindliche Atomkraftwerk in Stendal in der DDR protestieren. Mehr als 70.000 Menschen aus der Tschechoslowakei und aus der Bundesrepublik haben heute bei den Dörfern Bayerisch-Eisenstein und Markt-Eisenstein für den visafreien Grenzverkehr demonstriert. Ursprünglich war eine Menschenkette über die Grenze hinweg geplant. Die Initiatoren, eine Bürgergruppe aus der CSSR, waren von der Größe der Menge überrascht. Gestern hatte der tschechoslowakische Außenminister Dienstbier gemeinsam mit Bundesaußenminister Genscher ein Abkommen über Erleichterungen im Reiseverkehr unterzeichnet. In der Sowjetunion bahnt sich offenbar ein grundlegender politischer Wandel an. Die sowjetische Nachrichtenagentur Interfax berichtete heute, das Zentralkomitee der KPDSU wolle auf seiner am Montag beginnenden Plenarsitzung über einen Verzicht auf das Machtmonopol der Partei beraten. Heute platzte in Moskau eine politische Bombe. Angeblich will der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow das Machtmonopol der Kommunistischen Partei aufgeben. Das meldete die sowjetische Nachrichtenagentur Interfax, die generell als gut informiert gilt. Damit erhält die Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei eine noch größere Bedeutung, als ihr ohnehin schon gegeben wurde. Denn seit Wochen wird über die Themen dieser Tagung spekuliert. Das reichte von Gerüchten über den Rücktritt Gorbatschows als Parteivorsitzender bis hin zur Abwahl seines konservativen Flügelmannes Ligatschow. Keine Frage war, dass die ethnischen Probleme vom Baltikum bis hin in den Kaukasus auf dem Programm stehen würden. Immer wieder wurde auch auf die tiefe Krise der Kommunistischen Partei hingewiesen. Die Zahl der Austritte hat sich in letzter Zeit gehäuft und die Parteibasis beklagte sich über die Ineffizienz der Führung. Wenn Gorbatschow den verfassungsmäßig gesicherten Anspruch der Partei auf Führung aufgibt, dann bedeutet das den ersten Schritt auf dem Weg zu einer Mehrparteiendemokratie. Die Meldung von Interfax ist bisher nicht bestätigt worden. Sie ist aber zumindest ein Indiz dafür, dass Gorbatschow auf die Krise von Partei und Staat nicht mit Abwarten reagiert, sondern den Wandel beschleunigen will. In Rumänien hat sich am Abend der aus 145 Mitgliedern bestehende Rat zur nationalen Rettung selbst aufgelöst. Er macht damit den Weg frei für die Bildung eines neuen nationalen Gremiums, dem Vertreter aller Parteien und Gesellschaftsgruppen angehören sollen. Von diesem Schritt ist die amtierende Regierung nicht betroffen. Sie soll bis zu den Wahlen im Mai die Amtsgeschäfte weiterführen. Auch Staatspräsident Iliescu behält seinen Posten. Das gestrige schwere S-Bahn-Unglück von Rüsselsheim ist nach den bisherigen Erkenntnissen auf menschliches Versagen zurückzuführen.
Der Führer des einen Zuges hatte ein auf Rot stehendes Haltesignal überfahren. Obwohl bei dem Zug das automatisch funktionierende Notbremsensystem einsetzte, reichte der verbleibende Bremsweg nicht aus, um den schweren Zusammenstoß noch zu verhindern. Bei dem Unglück kamen 16 Menschen ums Leben, 86 wurden verletzt. Einige der Opfer sind bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Die deutsche Davis Cup-Mannschaft hat die erste Runde gegen die Niederlande auch ohne Boris Becker problemlos überstanden. Erik Jehlen und Michael Stich gewannen heute auch das Doppel. Damit hat sich das deutsche Team bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Für Michael Stich war es der erste Davis-Cup-Einsatz in seiner Karriere. Nach der 2:0-Führung aus den beiden Einzeln von gestern konnte das neue deutsche Doppel Erik Jehlen-Michael Stich völlig unbelastet ins Spiel gehen. Für die Holländer, im Bildvordergrund, ging es dagegen um alles oder nichts. Der lange Michiel Schapers und Tom Neissen ein eingespieltes Doppel. Und sie lieferten sich einige hochklassige Ballwechsel. Auch wenn Michael Stich hier einmal Pech hat, der Ball ging ins Aus. Die Deutschen gewannen die ersten beiden Sätze klar 6-4, 6-2. Der spielentscheidende Punkt, dieser Breakball im vierten Satz. Den dritten Durchgang hatten die Holländer mit 7-5 gewonnen. Aber dann war vor allem Michiel Schapers total von der Rolle. Jehlen dagegen souverän, Michael Stich als Debütant sehr selbstbewusst. Nach dem Break zum 4:3 war der Rest Formsache. Zweiter Matchball für das deutsche Doppel nach 2 Stunden 45 Minuten. Ein Fehler des Holländers Schapers bringt die Entscheidung. Spiel, Satz und Sieg. 6-4, 6-2, 5-7 und 6-4 gewinnt das neue deutsche Doppel. Damit führt das deutsche Davis-Cup-Team uneinholbar mit 3:0. Die beiden Einzel morgen sind nur noch reine Formsache. Es geht also auch ohne Boris Becker, obwohl Teamchef Niki Pilic viel an ihn zu denken scheint. Die Becker-Faust lässt es jedenfalls vermuten. Die Tirolerin Katrin Gutensohn-Knopf, die seit diesem Winter für den Deutschen Skiverband startet, gewann heute im schweizerischen Vaisonnas die Weltcup-Abfahrt der Damen. Zweite wurde die Französin Carole Merl, dritte die Schweizerin Michela Figini. Bei der Weltcup-Abfahrt der Herren in Cortina d'Ampezzo siegte der 20-jährige Italiener Christian Gedina. Es war sein erster Weltcup-Erfolg vor dem Schweizer Daniel Marer und Helmut Höfflehner aus Österreich. Von den DSV-Läufern kam keiner in die Spitzenränge. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. Februar. Der Satellitenfilm zeigt westlich des Ärmelkanals ein breites Bewölkungsfeld. Es zieht rasch über England nordostwärts. Dabei handelt es sich um ein Tief, das sich zu einem Sturmwirbel entwickelt und von der Rheinmündung bis Sonntagmittag zum Baltikum zieht. Die auf seiner Rückseite einfließende frische Meeresluft kommt über weiten Teilen Deutschlands ab Sonntag unter Hochdruckeinfluss. Die Vorhersage für morgen. Im Norden und im Osten anfangs noch starke Bewölkung und einzelne Schauer. Sonst, wie im übrigen Deutschland, wolkig mit Aufheiterungen und trocken. Tiefste Temperaturen 1 bis 6 Grad. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 11 Grad. Nach zum Teil stürmischer Nacht, vor allem in der Mitte und im Süden abflauender, von West auf Süd drehender Wind. Im Norden nachlassender, jedoch weiterhin frischer Wind, auf Südwest bis Süd drehend. Die weiteren Aussichten: am Montag im äußersten Norden Durchzug starker Bewölkung, weitgehend niederschlagsfrei und sehr windig, sonst meist sonnig, sehr mild. Die Tagesschau meldet sich wieder um 21:50 Uhr.